मसीह वक्त अब दुनिया में आया, खुदा ने अहद का दिन है दिखाया। दरसे महफूजा, वोर्टराग aus den Worten des verheißenen Messias, Friede sei auf ihm. Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Gnädigen, des immer Barmherzigen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Dars aus Malfuzat. Das sind die Aussagen des verheißenen Messias, alayhi salatu wasalam, zu unterschiedlichen Anlässen, die verschriftlicht wurden. Der verheißene Messias, alayhi salatu wasalam, spricht über eine Ekstase, eine Freude und ob die irgendetwas auch mit Spiritualität zu tun hat. Darüber sagt der verheißene Messias, alayhi salatu wasalam, ihr werdet beobachten, dass manche Menschen von einem Zustand der Ekstase und Freude überwältigt werden, wenn sie Sufi-Poesie und Verse hören. Wenn diese Leute aber zum Beispiel aufgefordert werden, Zeugnis abzulegen, werden sie sich davor drücken und sagen, bitte entschuldigt uns, denn wir sind mit einer der betroffenen Parteien verwandt. Verwickelt uns nicht in die Angelegenheiten, um die es geht. Diese Personen werden also nicht für die Wahrheit bürgen. Man sollte sich nicht von der Ekstase oder Freude, die solche Leute erleben, täuschen lassen. Wenn sie vor Gericht gestellt werden, sind sie nicht in der Lage, den Beweis für ihre Wahrhaftigkeit zu erbringen. Diese Ekstase und Freude solcher Menschen ist nicht des Lobes würdig. Die Freude und der Zustand der Ekstase, den solche Menschen erleben, ist ein vorübergehendes Phänomen. Es ist ein natürlicher Zustand. Es gibt sogar einige, die den Islam ablehnen und Feindseligkeit gegen das Heilige hegen. Und doch nehmen sie an diesem Zustand der Freude teil. Es gab einen voreingenommenen Hindu, der beim Lesen der Masanavi von Maulvi Rumi, also Maulana Rumi, möge Allah ihm gnädig sein, ein Hochgefühl verspürte, obwohl er ein Feind des Islam war. Würden Sie sagen, dass eine Schlange heilig ist, weil sie vom Klang einer Flöte verzaubert ist? Oder würdest du sagen, dass ein Kamel göttlich ist, weil es vom Klang einer melodiösen Stimme berauscht ist? Die Vortrefflichkeit der Wahrheit, die zum Wohlgefallen Gottes des Allmächtigen führt, besteht darin, dass man ihm gegenüber Treue zeigt. Selbst die wenigen Taten, die ein solcher Mensch vollbringt, wiegen die vielen Taten der anderen auf. Nehmen wir das Beispiel eines Mannes, der zwei Diener hat. Der eine Diener erscheint mehrmals am Tag bei seinem Herrn und grüßt ihn und bleibt ständig in seiner Gesellschaft, während der andere nur selten zu ihm kommt. Doch der Herr gibt dem einen Diener einen mageren Lohn, dem anderen aber viel mehr. Denn er weiß, dass dieser, wenn es darauf ankäme, bereit wäre, sogar sein Leben für ihn hinzugeben. Und weil er weiß, dass der Diener treu ist, während ersterer bereit wäre, ihn zu töten, wenn er dazu angestiftet würde. Oder ihn zumindest bereitwillig verlassen würde, um seine Dienste einem anderen anzubieten. In gleicher Weise kann eine Person, die Gott dem Allmächtigen gegenüber nicht loyal ist, aber die 5 täglichen Gebete verrichtet und sogar darüber hinausgeht, um das Ishraq-Gebet zu verrichten und zahlreiche Gebete und Anrufungen rezitiert, in den Augen Gottes des Allmächtigen nicht mit einer Person verglichen werden kann, die loyal ist. Denn Gott, der Allmächtige, weiß, dass diese Person in einer Zeit des Unglücks nicht loyal sein wird. Wenn ein Mensch Treue beweist, wird er zwangsläufig auch mit Freude gesegnet, so wie das Tischtuch zum Essen gehört. Es sollte jedoch bedacht werden, dass auch heilige Zeiten erleben, in denen sie sich geistig eingeengt fühlen. Denn nur in einem solchen Zustand kann man den Wert der Freude voll und ganz zu schätzen lernen. Und infolgedessen ist man in der Lage, Freude mit einer erhöhten Wahrnehmung zu empfinden. Dann sagt der verheißene Messias, alayhi salatu wasalam, dass man nicht voreilig sein sollte, um sich eine Meinung zu bilden. Er sagt, niemand kann den inneren Zustand des Herzens eines anderen eingeweiht sein. Noch kann jemand erfahren, was in den verborgenen Winkeln des Herzens eines anderen liegt. Deshalb sollte sich niemand vorschnell eine Meinung über einen anderen Menschen bilden, sondern nachsichtig sein. Es wird von einem Menschen berichtet, der bei Gott dem Allmächtigen geschworen hat, dass er jeden für besser hält als sich selbst und niemanden für schlechter als sich selbst.
Die Menschen neigen dazu, solche Ideen zu entwickeln, um das Vergnügen ihrer Geliebten zu erlangen. Eines Tages sah er einen Mann, der zusammen mit einer Frau an einem Fluss saß, wo in der Nähe eine Brücke war, über die viele Menschen gingen. In der Hand des Mannes befand sich eine Flasche, aus der er selbst trank und auch der Frau neben ihm etwas gab. Derjenige, der das oben erwähnte Gelübde abgelegt hatte, dachte schlecht über den Mann am Fluss und sagte sich: Sicherlich bin ich besser als dieser schamlose Mann. Dann sank in der Nähe ein Boot mitsamt seinen Passagieren. Der Mann, der bei der Frau saß, sprang in den Fluss und rettete alle Passagiere bis auf einen. Dann wandte er sich an den Mann, der sich des schlechten Denkens schuldig gemacht hatte, und sagte zu ihm: Du hast schlecht von mir gedacht. Ich habe alle bis auf einen gerettet. Nun geh und rette den letzten. Gott hat mich gesandt, um dich zu prüfen und mir mitgeteilt, was in deinem Herzen ist. Diese Frau ist meine Mutter und diese Flasche enthält keinen Alkohol, sondern ist mit Wasser aus dem Fluss gefüllt. Deshalb sollte man nie vorschnell über einen anderen Menschen urteilen. Liebe Zuschauer, das sind zwei Zitate des verheißenen Messias, alayhi salatu wasalam, gewesen, die uns vermitteln, dass eine Ekstase, die künstlich erzeugt wird, nichts mit der Spiritualität zu tun hat. Der wahre Wert liegt in der eigentlichen Loyalität zu Allah und darin, dass man auch positiv über andere denkt und sich selbst als etwas Niedriges betrachtet und mit Demut mit sich selbst umgeht und positiv über andere denkt. Möge Allah Ta'ala uns dazu befähigen, dass wir diese Werte verinnerlichen und auch in unserem eigenen Leben umsetzen. Jazakumullah, Hasan al-Jaza. Assalamu alaikum wa rahmatullah.